Ding Dong, wer fährt denn da im Kreis? Ich würde gerne lieber im Kreis fahren als so. Oh, du fährst wie gestern bei 7 Days, ne? Immer schön rüber über die Hügel, ne? Ich bin gut gefahren. Ich habe Stunts gemacht. Also Rottensalat wird hier nicht angenommen. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Also, wer macht Kuchen? Doch. Ich glaube, die Molkerei muss ich jetzt mal umstellen. Oder Hallo habt ihr keine Möglichkeit? Mike. Sahne läuft. Und Käse läuft. Wie viel Butter haben wir denn hier noch? Haben wir noch genug Butter? Ja, okay. Also können wir erstmal auch Sahne und Käse stehen lassen, damit wir noch ein bisschen was in die Salat-Dings reinbekommen. Guck mal, ich mache jetzt mal die 2000 Liter die Ja. zwei Paletten Oliven mache ich jetzt mal raus. Okay. Und den Oh. Hopfen schmeiße ich mal noch Ja. raus. Zucker. Zucker. Ach du lieber Gott. Zucker brauchen wir jetzt also im Moment nicht. Hopfen. Zucker, wo ist hier Zucker? Eine Palette. 20.000. Hier ist im Übrigen Rotkohl drinne, ne? Ja, der muss auch raus. Der kommt in die Salatbar. Rotkohl. Ja gut, Zucker, also achso, Erdbeeren, wenn du Erdbeeren hast, dann müssen wir mal gucken. Erdbeeren, Sekunde, Erdbeeren. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Wir haben den Erdbeeren ist Spielplatz schon auch gut. versorgt mit Alkohol. Aber wir haben noch einen großen Anhänger voll. Milch hat er auch noch ein bisschen. Na gut, das ist nicht wieder ein Milch, was so. Also wir haben jetzt noch drinne Trauben, Melonen, Mangos, Kokos, Blaubeeren, Birnen, Gurken, Wassermelonen, Pflaumen, Feigen, Kürbis, Zwiebeln, Kiwis, Ja, das Orangen, lassen wir mal Himbeeren. alles drin. Also Ja, hier so genau. Gurke. Gurke können wir vielleicht mal wirklich irgendwie Gurkensalat oder sowas. Dann Oh. Gurkensalat und die Zwiebeln vielleicht in den Gurkensalat rein oder so. Ja, irgendwie so. Dann haben wir dafür auch Verwendung. So. So. Ja, rein theoretisch. Würde sagen, dann könntest du ja eigentlich mal hochfahren zum Spielplatz. Spielplatz? Du liebst. Komm her. Wo bist du denn überhaupt? Am Warte mal. großen Äcker, wie ich stehe. Ja, wo ist der? Juhu. Du fährst mit, oder was? Ja, ne? Ich fahr mit. Da kommen wir. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist klar. So, ja dann, hier einsteigen und Tür zu. Wie geht denn die Tür zu? Machen wir Tür Links zu. und Steuerkreuz nach oben. Jawohl, guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Zack. Nee, verderben tut nichts. Nee. Wir müssen Nein. mal überlegen, wo wir die Schweine. Also eigentlich muss, also wir müssen wirklich darauf achten, dass wenn wir jetzt Soja irgendwo ernten, dass wir das behalten. Also, du weißt, dass du durch den ersten Tunneleingang ganz hinten fahren musst, ne? Ja, ich, wo der Spielplatz ist, weiß ich. Fahren da jetzt hin. Wir fahren jetzt zum Spielplatz. Das wären noch mal 50.000 oder 40.000. Also vielleicht fahren wir dahin. Ja, man weiß es nicht. Warum muss ich diesen mit dem großen Gerät hier machen? Du weißt ganz genau, dass ich das nicht so mit dem großen hier. Du mit den Großen kannst du genauso wie mit den Kleinen. Ich weiß nicht. Das muss man erst üben. Wenn du nicht dauerhaft Gas geben würdest, wäre das. Bremsen wäre cool. Bremsen wäre cool. Guck mal, ich bremse ja hier. Ich muss ja da jetzt hoch. Da kann man nicht bremsen, ne? Wir müssen jetzt hier Jetzt hochfahren. müssen wir hier hochfahren. Oh. Was ist denn da gepflanzt? Was ist das? Ich weiß es nicht. Du musst jetzt in die Kindernachschub. kleine Einfahrt musst du jetzt rein. Ich würde groß aus. Ach, vergiss es. Ach, hier müssen wir rein. Ja. Pappeln, ne? Die werde ich auch alle absägen. Einzeln. Ja, da. Oh. Nee, da doch nicht. Hin. Hinten. Da hinten. Warum lässt du die Stühle nicht stehen? Hier gibt's nichts zu hinten. Engel. Warte mal.
Aua! Ich hab dir geholfen! So. Doch. So. Weg mit dem Alk. Oh, was ist da? Olivenöl wird hier bei dir. Die trinken kein Olivenöl. Mögen die nicht. Nee. Verkloppen wir das denn? Das müssen wir bei unserem Markt, glaube ich, verkloppen. Mal nachgucken, Olivenöl. Ja, du musst das doch irgendwo hinbringen. Weiß nicht, ob Jardong Ding Dong Olivenöl annimmt. Du hast mich. Oliven sehe ich, aber kein Olivenöl. Warte mal. Olivenöl. Ding Dong. Warte mal. Am meisten Geld gibt es im Bauernmarkt, aber da fahren wir jetzt nicht hin, oder? Nein. Nein. Mach's bei uns rein, Lux Fahrmarkt. Okay. Na, warte, dann. Oh doch, Ding Dong hätt's auch genommen für 7,6. Ja, Herr im Himmel. Jetzt Ding Dong. So. Der Unterschied ist nicht so groß. Ah. Also. Du solltest dran denken, dass du da nicht durchfahren kannst mit dem. Oh doch, dürfte gehen. Dürfte gehen. Oh. Nur die Kurven sind ein bisschen schwierig. So hier. Wieso liegt hier eigentlich noch so viel Gras rum? Wollte ich dich vorhin schon fragen. Weiß ich nicht. Hast du nicht weggenommen, ne? Ich? Ich? Wollte ich bestimmt nicht. Wollte der nicht. Oder so. War hinterm Haus lang. Siehst du, 7,6. 7,6. Gut. Ja. Was ist denn das hier? Was ist das da? Zuckerrüben? Karotten? Kartoffeln? Zuckerrüben, Karotten? Ja. Ding Dong, wer fährt denn da im Kreis? Ich würde gerne lieber im Kreis fahren als so. Du fährst wie gestern bei 7 Days, ne? Immer schön rüber über die Hügel, ne? Ich bin gut gefahren. Ich hab Stunts gemacht. Mhm. Wir haben Gülle in unser neues Gebäude gebracht. Ja. Wir haben jetzt ein neues Gebäude unten bei der 47. Okay, den haben wir. Den müssen wir Schadensersatz zahlen. Dem fehlt jetzt ein, dem fehlt jetzt ein Fuß. Geh doch mal weg da. Boah. Das Teil ist echt zu groß. Jetzt steht der da. Anstatt der mal wegfährt, ne? Nein. Boah. Stur. Das Fahren sieht verdammt schwierig aus. Das Fahren ist schwierig. Also sehr schwierig. Wozu sind die Straßenbahnen? Du benutzt sie doch kaum. Oh, wir sind fast zu Hause. Also. Ja. Halt dich von Brücken fern. Okay. Es ist aber auch schwer damit zu fahren, ne? Schalten wir mal fest. So. Wo jetzt wollen wir hin? Einfach auf den Hof und gerade zwischen die Anhänger gleich. So, gerade zwischen die. Dazwischen, gleich dazwischen, genau. Langsam, langsam. Zunge gerade. So, aussteigen. Hast du gut gemacht. Wir leben noch. So, wir haben jetzt hier noch zwei Öl, Oliven und einmal Hopfen. So, Hopfen, das mache ich jetzt mit der Hand, das bringen wir in die Brauerei. Nee, mein Traktor und hol die Öl, Oliven. Ja. Oliven. Wachsen wir in die Mühle und den Rotkohl, den bringe ich jetzt. Ja. Sicher, dass der Einkaufsspielplatz ist. Ich hab das nicht gefragt. Hallo, Miri. War das eine heimliche Engländerin? Ich glaube, eine unheimliche mit einem Schuh draus. Der Hund steckt schon wieder im Beton. Was ist Kannst mit du mal bitte den Hopf wegnehmen? Lass den Hund in Ruhe, sonst lade ich den leider mit auf. Aber der Hopfen ist doch weg. Nein, da ist noch eine Palette. Rotkohl. Ach so. Komm ja schon. Warte. Oh, Rot. Ich steck fest. Auch das her. Rotkohl. Nein, nein, halt, steh. Gib mir das. Ich will's wieder. So, danke. Ich hab hier noch, hier ist noch Kuchen, ne?
Ja, aber der hat in der Mühle nichts verloren. Mit Karottensalat. Auch noch bekloppen. Ja, ja, kannst du rüberbringen. Kannst du Kuchen und so das Ganze hochbringen zu Dijardon. Dijardon? Oder willst du mal mit mir nach Dijardon fahren? Was ist denn das hier? Ja, du bist zu nah. Du hast die zu nah bei dir. Philipp hat gesagt, immer mit Abstand. Wenn du sowas nimmst, immer mit Abstand. Ja, komm, wir fahren mal wohin. Ja, warte, ich muss erst mal das Öl in die Mühle bringen. Die Klappe noch offen oder hat Philipp die zugemacht? Oh, Gott sei Dank. Musst du es mal zumachen, alles, ne? Die war offen. Du hast ja, ja, als letztes da reingeliefert. Ja, ja, ja. Du hast als letztes da reingeliefert. Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mich am Mors. Und weißt du, was mit deinem kleinen Mors so schnell passiert? Ja. Klärschlamm. Ist nicht gut. Wo muss ich hinkommen? Ach, müde. Ich komme, nein, ich komme zu dir. Wir müssen ja die Kuchen aufladen. Ja. Und dann müssen wir schlafen vielleicht. Einmal. Ja, bin da. So, Kuchen und Karotten hast du dir schon weggebracht, oder was? Nein. Wo hast du die Karotten jetzt hingetan? Ja. Links. Da, wo Kuchen ist. Oh. Was nicht bestimmt so faulig. So nach, also bestimmt die Jauche oder so. So. Okay, jetzt gucke ich nach hier. Bitte schön, dann. Also, ja, ich würde sagen, ne, warte, das ist jetzt Karotten. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Karottensalat. Karottensalat. Was ist da? Erdbeereis. Oh. Tante Emma Laden. Oder aber. Wo fahren wir hin? Wo? Wir haben Kuchen und Karottensalat. Wo du möchtest. Kuchen. Zehn, zwei, zehn, drei. Ich schaffe Lischer Ding Ding Dong. Der Karottensalat auch. Ja, wahnsinnig. Jetzt schon? Der Lischer Dong Ding Dong, der will das gar nicht haben. Aha. Also den fahren wir zum Tante Emma Laden oder zur Lux Farm. Wo steht das denn? Nein, frag ich. Nee. Hier steht Verkaufsstelle Industriepark, Verkaufsstelle LSM. Ja, sonst aus den Karottensalat, den können wir ja. Du drängelst, ne? Also du fährst genauso. Warum hat der denn gebremst? Warum hat der gebremst? Was für ein Schwachsinn. Ja, ja. Er hat gebremst. Ja, ach. Der bremst verliert. Guck dir mal die Spuren hier an, ey. Manche von denen wissen das nicht. Geh doch mal auf den Innenraum. Das ist doch viel schöner. Ich nenne mal das mal. Ach doch, so. Kannst du mal sehen, wie man ordentlich fährt. Boah, war das Stau. Wer kann, der kann. Also nur mal nur so wie dazu, dass ich immer so einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck habe. Aber ich lächel wenigstens dabei. Du lächelst? Noch mal darüber reden, was Lächeln ist. Ich sehe wenigstens. Lächeln. Ich sehe wenigstens nicht so stoned aus wie du. So. Mhm. Aber du alles nicht, ne? Was wir unseren Kuchen hier haben, nehmen wir doch alles. Okay. 12.000. Ja,
Karottensalat. Tante Emma Laden. Ich habe keine Ahnung, was ist. Oh. Warte. Oder was war das? Warte mal. Tante Emma Laden. Markierung setzen. Ja. Jetzt guck mal auf die Karte. Mach mal deine Karte groß, richtig große Karte an. Und sag mir mal, wo es blinkt. Nirgends. Du hast eine Markierung gesetzt und es blinkt nicht. Das ist außerhalb der Map. Ach, guck mal, da unten am See. Da, wo die 32 ist. Siehst du das? 32. Wo die 32 ist, oben. Ja. Da blinkt. Siehst du das? Landbäckerei. Tante Emma Laden. Ja, ich sehe. Da ist das. Ja, ich sehe. I see. Na denn, gib Gas. Und wie du das genießt, ne? Wie wär's, wenn man das Auge auf die Straße macht und mich nicht die ganze Zeit anstiert? Ich warte darauf, dass du lächelst. Ich muss mich ja jetzt zusammenreißen. Wir könnten ja eigentlich hier hinten über die Brücke fahren, oder? Sehr schöne Beinarbeit. Was, wo? Hast du überhaupt schon gesehen, dass ich heute Jokermin trage? Passt. Ja, kommt fast hin, ne? Ja, ja. Muss ich hier runter schon? Nee, ne? Ja. Hier? Richtig? Ja, ich glaube schon, oder? Könnte sein. Ich die Karte drauf machen. Ja, du bist fast da. Da, wo es grün leuchtet, ne? Also, hier leuchtet nicht. Oh. Aber bei dir ja, aber bei mir nicht. Ja. Oh. Du hast die Markierung. Da. Karottensalat! Karotte! Ja, 8100. Das okay. Ist nicht schlecht. Souverän, ja, okay, du guckst souverän. Lass mal gucken. Ich. Ja. Es steht über dem Lächeln. Ach, cool, kann auch rückwärts gucken. Cool. So, die Zeiten, dass wir hier hinten lang geguckt sind wegen Steine wegbringen, sind vorbei. Wir haben jetzt unseren eigenen Steinabnehmer, der dann für Kalk sorgt. Ja. Ja, ich bin das Navi, genau. Wunderbar. Klappt. Ah, dann verfahren wir uns ja ständig. Ja, ich muss mal hier wegen Wolle gucken. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Annette. Annette. Tschüss. Servus. Hört deiner. Wir könnten ja rein, obwohl wir brauchen das Feld. Es läuft nicht darauf hinaus. Und wir werden wieder ein Feld brauchen. Ach, oder sowas. Ja, wir müssen irgendwo die Steinchen machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist ja. Wir müssen mal überlegen. Manu, hast du schon Klärschlamm gerochen? Nein, ich glaube nicht. Wir hatten in Bremen eine Kläranlage da in der Nähe. War schon übelst. Also hier ist mal die Kanalisation gereinigt worden. Da sind die durch Gulli-Dingsbums da. Gulli-Deckel und so. Also da kam auch ein nettes Lüftchen raus, sagen wir mal so. Das hat schon gestunken wie Sau. So. Ja. Lockumhirse und Rotkohl und im April. April, das ist jetzt das nächste, was wir machen, ne? Also rein theoretisch, ich meine, dann haben wir zwar jede Menge zu tun, weil wir dann erst den ganzen Produktionskram wieder haben, wenn wir jetzt schlafen. Also,
Rotkohl auf 39. Weißkohl auf 41. Ist schon drauf, ne? Das ist alles schon drauf. Ach nee, wir wollten Sorghumhirse ist auf 47, ne? Also wir brauchen, es muss noch gepflanzt werden, Sorghumhirse. Ich glaube, da steht auch die Amazone. Mhm. Und dann auf dem großen Feld muss noch drauf Mohn und Lavendel. Ich glaube, das, welches Feld ist denn das? Das ist das geteilte, das große. Das ist die... Mohn und Lavendel... Die 30. Die 30, genau, die ist geteilt. Das ist Mohn und Lavendel. Also fängst du jetzt mit dem Säen an, wenn wir jetzt geschlafen haben? Ja, ich würde mit dem Säen anfangen. Und ich gehe dann mit der Walze hinterher. Ja, danach müssen wir sowieso erstmal das Produktionszeug wegfahren. Genau, genau. Wir wohnen neben einer Kläranlage. Früher war das oft die Hölle, aber heutzutage stinkt nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, steig mal hier aus. Und dann würde ich sagen, schlafen wir, ne? Mhm. Ich gehe jetzt mal auf 7 Uhr zurück, nicht auf 8 Uhr. Könnte sein, dass es noch ein bisschen... Oder lass mal lieber 8 Uhr. Bisschen dunkler wird, aber ist egal. Biogas ist auch nicht unbedingt gerade angenehm, das stimmt, Sonja. Jetzt, ich verabschiede mich, Migräne haut rein, viel Spaß euch noch und bis zum nächsten Mal. Jessie, bis zum nächsten Mal, diese Woche kein Stream mehr. Nächste Woche Montag sind wir wieder mit am Start. Ich hoffe, du verlebst ein wunderschönes Wochenende und gute Besserung wegen der Kopfschmerzen. Ich bin ja mal gespannt, ich renne mal ganz schnell hin. Ich bin ja mal gespannt, ob auf dem Feld jetzt irgendwas gemacht wird. Oh. Auf der 47. Weil da wirst du doch bestimmt jetzt Sorghumhirse machen, oder nicht? 47, aber... Ach so, ist April. Naja. Ist jetzt April. Okay, ja, dann... Also hier steht nur gedüngt 100% und vorbereitet ist es ja auch. Das hatten wir ja vorbereitet. Welches? 47. Okay, ja, über die Schienen. Da steht schon die Amazone. Ja, die steht schon da hier. Du kannst ja mal, wenn du magst, mal einen Blick auf die 30 oder welches das ist schmeißen, ob da alles fertig ist. Kommt der Dings drauf. Und dann, ja. Mineraldünger haben wir im Übrigen von 127.000 Liter. Schön. Ach, guck mal hier. Das muss doch alles gedüngt werden hier, ne? Ja, da muss ich... Hey, das ist so 100%. Also dieser Weißkohl oder Rotkohl oder was ist es? Ist schon fertig. Weißkohl, 100% gedüngt. Dann und wachst der, das hier, neben mir, links, rechts. Was ist das? Ist das Weizen? Nee, das ist Raps, oder? Raps ist... Erste. Auch gedüngt, 100%. Erste ist auch gedüngt, 100%. Hier ist Raps drauf, gedüngt, 100%. Ja, sehr schön. Hier ist Weizen drauf gedüngt, 100%. Ja, prima. Hier vorne ist nochmal Rotkohl. Ja. Weil man nicht den Bahnübergang nimmt, ne? Mann. Sag nicht Mann zu mir, ich bin keine. Oh, okay. Ja. Pflück mal, hier sind Tomaten. 31. Ne, 30 ist das, ne? Ja, ja, hier sind Tomaten. Der Obstgarten ist noch leer. Hier bei... Das ist nicht unser Feld. Ich würde sagen, hier sind nämlich Steine drauf. Das wäre jetzt ein Ding. 30. 30, Unkraut, was? Was? Nein, nein, gedüngt 100%. Nur am Rand war, glaube ich, irgendwas mit Unkraut. Ja, wunderbar, dann, aber, ja, dann werden wir da gleich drauf machen. Also hier ist gedüngt 100%, ist alles gut. Sehr schön. Hatten wir doch geteilt gehabt, ne?
Ja, das ist geteilt. Das hatten wir doch letztes... War das? Nee, das war schon beim vorletzten Mal. Das ist schon lange geteilt. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall gedüngt. Da kannst du auch rauf. Sehr schön. Und die Zwiebeln, oha! Manu, guck mal, wie die Zwiebeln aussehen. Mach mal Bild, oder beziehungsweise... Warte, ja, ich mach Bild. Zeig mal dein Bild. Guck mal. Oh! Nice. Du musst gleich unbedingt mal nach deinem Zuckerrohr gucken. Das würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht. Würde mich echt mal interessieren. Ja. Zuckerrohr. Röhrdezück. Röhrdezück. Hier ist Sonnenblume drauf. Gehört auch uns, was? Oh, ja, gehört mal. Auch. Ja. Schön. Das so aus. Ja, na. So. Röhrdezück. Auch alles 100%. Sehr schön. Hier ist Zucker. Also, oh, hier muss mein Zuckerrohr gedüngst. Ja. Gedüngt werden. Ach, ja, das ist genau, weil du bei der Aussaat ist das nicht gedüngt worden direkt. Ja. Aber sieht das cool aus oder sieht das cool aus, Leute? Ja, das sieht klasse aus. Sieht sehr gut aus. Oh, dann werde ich hier jetzt erstmal mein Zuckerrohr düngen. Ja, mach doch ruhig, klar. Den Mineraldünger, den hole ich mir. Uns. Hinten raus. Ja, bei uns. Kann ich mit diesem gelben Mineraldünger oder kann ich da nur Flüssigdünger nehmen? Gelb? Was ist gelb? Mit den gelben Dingern, da kann ich nur Flüssigdünger nehmen, ne? Ja, du brauchst was zum Streuen, ne? Ja, ja, aber das zum Streuen, da ist Kalk gerade drin. Oh, das ist... Ja. Aber ich nehme die Dinger trotzdem, weißt du warum? Weil? Ich habe noch neben der Garage noch Flüssigdünger stehen. Also willst du den erst nehmen? Ja, dann nimm den erst. Mach mal den her. So... Das war bestimmt nicht ich. Nein, natürlich nicht. Komm ich auf die Idee. Da ist sogar noch Herbizid drin. Ich glaube, ich spende. Ja, das kann sein. Ja, das... Wo soll man das denn auch? Weiß nicht, wie rum das rankommt. So rum? Weiß es nicht. So, der Tank kommt an den Traktor. Also, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nein, der Tank, also das Rote nach hinten, der Tank an den Traktor ran. Ah. Was so, und hier vorne tue ich jetzt gerade mal mein Dings hier ablegen. So. So, das Herbizid werde ich mal abschmeißen. Ja. Das schmeiße ich mal hier an die Mauer. Was ist mit hinten raus? Hinten raus kommen Winde. Ups. Nein. Was? Flatulenz. Flatulenzen. Immer hinten drauf. Beim nächsten Mal ein größeres Zuckerrohr fällt, würde ich mir tatsächlich zutrauen. Ja. So. Wenn man das dreimal ernten kann und wir Zucker immer brauchen, da wir ja jetzt noch eine Marmeladenfabrik bekommen.